Sie waren mal das Top-Geschenk. Bücher. Mittlerweile sind Smartphones und Tablets beliebter, auch bei Kindern. Damit sie sicher surfen, Jugendschutz auf PC und Handy aktivieren, dem Kind ein eigenes Profil anlegen und eine Suchmaschine für Kinder als Startseite festlegen. Am besten nicht allein surfen lassen. Auch viele Smart-TVs werden in diesem Jahr verschenkt. So praktisch die mit dem Internet verbundenen Fernseher sind, so problematisch können sie sein. Ich kann natürlich nicht feststellen, wie die Daten verwendet werden. Für Werbezwecke, für andere Dinge. Ich weiß es nicht. Man versucht, das vielleicht einzugrenzen, aber effektiv kann ich die Daten nicht begrenzen wie am Computer. Externe Lösungen wie der E-Blocker, der an den Router gestöpselt wird, sollen den Datensammelhunger der intelligenten Fernseher unterbinden. Ebenfalls angesagt, digitale Assistenten wie diese Lautsprecherbox mit Spracherkennung. Das Problem, sie speichert Daten, ist permanent mit dem Internet verbunden und könnte zum Beispiel Infos an amerikanische Geheimdienste weitergeben. Krawatten, Bücher, Socken. Das sind keine kreativen, aber datenrechtlich einwandfreie Geschenke.